Yeah. Also, Leute, hier der Görki für euch. Eine neue Ausgabe von Fitness zu Hause. Was gibt's heute? Und zwar gibt's ein Killer-Bizeps-Training für euch. Und zwar mit der SZ-Stange. Was ist der Unterschied der SZ-Stange zu einer normalen Langhantel? Ganz einfach, ihr habt hier die Hände etwas, das Handgelenk ein bisschen nach innen gebeugt. Das heißt, ein bisschen angenehmer für euer Handgelenk, die Ausführung bei den Bizeps-Curl zum Beispiel. Und dadurch habt ihr auch etwas stärker hier den Unterarm mit drin, hier den Brachioradialis und den Brachialis ganz leicht, ja. Ein Riesenunterschied ist es nicht. Für die meisten ist es aber angenehmer, mit der SZ-Stange zu trainieren, weil das Handgelenk so ein bisschen hier geschont wird. Ich zeige euch mal ein paar Übungen damit, und zwar wie ihr dann zu Hause mit so einer SZ-Stange oder auch im Studio, je nachdem wo ihr trainiert, da mal ordentlich den Bizeps reinknallen könnt, ein bisschen aufpumpen könnt und guckt einfach mal rein, viel Spaß dabei. So, Sportsfreunde, da sind wir auf meiner Trainingsfläche und zunächst einmal beginnen wir mit ein paar normalen Bizeps-Curls. Ja? Da gucken wir, dass wir hier ungefähr schulterbreit den Griff nehmen. Handgelenk bleibt gerade, ganz wichtig, dass wir uns hier nichts im Handgelenk holen. Und wir trainieren zunächst einmal mit 12 Wiederholungen. Bei 12 Wiederholungen sind wir bei der Hypertrophie, also sprich bei der Muskelverdickung. 3 Sätze, ja, wenn wir jetzt weniger Wiederholungen machen, mehr Gewicht, trainieren wir unsere Kraft, die Maximalkraft zum Beispiel. Bei 15 bis 20 Wiederholungen sind wir dann eher in der Kraftausdauer. Ja. Bei den normalen Bizeps-Curls haben wir den größten Radius, Bewegungsumfang hier. Deswegen beginnen wir damit, um da schon mal richtig reinzuhauen. 12 Wiederholungen. Hier könnt ihr euch vielleicht am besten, ich mache es einmal vor, Handgelenk ist gerade, seitlich. Ja. Ihr geht runter, streckt die Arme nicht komplett durch, zieht jetzt hoch, atmet aus, immer bei der konzentrischen Bewegung und geht wieder langsam runter. Ich würde euch empfehlen, stellt euch zunächst einmal an die Wand, weil wenn ihr ein bisschen mehr Gewicht habt, geht ihr schnell ins Hohlkreuz. Deswegen mache ich das mal vor, hinten dran stellen, Knie leicht gebeugt. Und jetzt fangen wir an mit 12 Wiederholungen. Handgelenk bleibt gerade. 2, 3, 4. Nicht ins Hohlkreuz gehen, ich zeig's mal hier seitlich. Ja. Schön langsam hoch. Handgelenk bleibt gerade. Oberkörper bleibt auch gerade, wir arbeiten nur aus den Armen. Arme nicht komplett durchstrecken, dass wir das Ellenbogengelenk etwas schonen. Die 12 Wiederholungen. Da werden wir jetzt mit der ersten Übung, dann macht ihr 3 Sätze, ja? Also ein komplettes Bizepsprogramm. Erstmal die Bizeps-Curls, 3 Sätze, 12 Wiederholungen. Die nächste Übung werden jetzt Reverse-Curls. Das heißt, wir haben jetzt etwas stärker den Unterarm mit drin, dass wir auch wirklich jede Bereiche des Oberarms abdecken, beziehungsweise des Bizeps und des Unterarms. Reverse. Ich komme schon ein bisschen aus der Puste hier. Reverse Curls. Jetzt nehmen wir natürlich den Untergriff. Oder Übergriff, was erzähle ich da? Handrücken zeigt zu uns. Oberkörper wieder gerade. Und jetzt schön beugen die Arme nach oben. Auch wieder 3x12 Wiederholungen, wo wir stärker jetzt den Unterarm mit drin haben. Hier merken wir schon etwas stärker auch den Bizepskopf. Weil der Bewegungsablauf nicht mehr ganz so groß ist. Stellt euch am besten auch hinten an die Wand, ja, damit ihr nicht ins Hohlkreuz geht. Hier auch wieder die 3x12 Wiederholung. Reverse Curls. 3x12. Ich zeige es dir nochmal seitlich einmal. Da fällt mir gleich schon das Reden etwas schwerer. Ich habe natürlich nicht ganz so viel Gewicht zum Testen genommen. Da haben wir jetzt, was weiß ich, nochmal drauf. Ja, wir haben eine Stange 8 Kilo, 18 bis 20 Kilo drauf, ja, zum Testen, damit ich das auch vernünftig ausführe. Ihr könnt euch dann natürlich ein bisschen mehr quälen. Geht aber mit dem Rücken besser an die Wand. Ja, jetzt kommt es auch schon. Dass ihr nicht ins Hohlkreuz geht. Die beiden Übungen erstmal, erst die normalen Bizeps Curls, dann die Reverse Curls und jetzt was Neues für euch. Wir machen insgesamt 4 Übungen. Die dritte SZ-Stangen-Bizeps-Übung. Circa schulterbreit. Ja. Handgelenk ist mal wieder gerade. Darauf achten immer, dass wir uns da nicht verletzen. Und jetzt machen wir ein paar Drag Curls. Drag Curls, das sieht dann so aus. Wir kontrahieren mit dem Bizeps, haben aber nicht mehr den vollen Bewegungsradius. Deswegen haben wir noch einen viel größeren Pump im Bizeps drin. Vor allem auch oberen, in einem oberen Anteil im Kopf. Zeig's mal. Wir nehmen die Griffe. Schulterbreit, hüftbreiter Stand, leicht in die Knie. Seht ihr es nicht? Die Kamera ist zu klein, geht nicht runter.
Und halt, Gelenk bleibt gerade. Jetzt kontrahieren wir mit dem Bizeps und auf halber Strecke ziehen wir die Ellenbogen nach hinten ran. Ja, das sieht dann so aus. Ruhig bis zur Brust hochgehen, ja. Und die Ellbogen nach hinten ranziehen. Schulterblätter zusammenführen. Handgelenk bleibt gerade. Hier auch wieder 3x12 Wiederholungen. Hier kontrahieren wir den Bizeps natürlich jetzt nicht ganz komplett, weil wir hier nicht den ganzen Winkel mit drinnen haben, wie in den normalen Curls. Aber ihr werdet merken, mit dieser halben Kontraktion im Bizeps habt ihr einen richtig guten Pump nochmal rein. Im Bizeps, hier guckt auch mal 3x12 Wiederholungen, ja. Wie gesagt, Handgelenk gerade, kontrahieren im Bizeps, das müssen wir schon, und dann ziehen wir die Ellenbogen noch nach hinten. 3x12 Wiederholungen. Die dritte Übung. Und 3 bis 4 Übungen reichen auf jeden Fall aus, wenn ihr ein gutes Bizeps-Training macht, mit 3 Sätzen, 12 Wiederholungen. Zum Ende nochmal ein Hit-Satz. Ja, Hit-Satz heißt in dem Fall High-Intention-Satz. Und dafür braucht ihr eigentlich nur noch am Ende sehr, sehr wenig Gewicht, so eine Art Reduktionssatz, ja. Ich versuche es trotzdem mal mit dem Gewicht, was ich drauf habe, weil nicht so viel. Und zwar stellt euch jetzt vor allem hier an die Wand hinten, dass der Rücken etwas geschont bleibt. Und hier, Reduktionssatz heißt, ihr macht so viel wie geht. Und im Hit-Bereich, das heißt, wir nehmen die volle Muskelspannung mit. Ja? Ich habe das schon mal in einem anderen Video von mir erklärt. Wenn ich jetzt hier hochziehe, die überwindende Kraft, die konzentrische, dann wenn wir oben halten, sind wir statisch. Und runter das nachgehende, das exzentrische. Wenn wir diese drei Bereiche voll ausreizen, haben wir eine sehr, sehr hohe Spannung drin und können den Muskel perfekt reizen. Das heißt, wir arbeiten komplett ohne Schwung, im Endeffekt in Zeitlupe. Wir gehen schön langsam hoch, umhalten das mal eine Sekunde und gehen wieder langsam runter. Richtig schön genießen die Übung, Leute. Ich zeige euch das mal. Da reichen vielleicht am Ende dann nochmal 10 Wiederholungen, um euch richtig kaputt zu machen. Ich mache es mal vor. Und zwar gehe ich jetzt an die Wand. Stelle mich hier dran und jetzt Arme sind noch leicht gebeugt unten, leicht in die Knie und wir gehen schön langsam hoch. Im Zeitlupe schön hoch, hinten an der Wand sein am besten, schön langsam runter. Genießen und wieder hoch. Hier oben halten wir ein bisschen und gehen schön langsam wieder runter. Genießen die ganze Übung und gehen wieder hoch. Schön in Zeitlupe. Und wir gehen wieder ganz langsam runter. Ja, und wenn ihr euch hier nicht an die Wand stellt, geht ihr relativ schnell ins Hohlkreuz, weil die Belastung doch schon enorm ist. Deswegen schön langsam wieder runter. Ihr macht das an der Wand. Ich zeige euch nochmal 2, 3 Wiederholungen hier, wie das aussieht. Arme sind leicht gebeugt und Handgelenk bleibt gerade. Jetzt gehen wir schön langsam mit Liebe hoch. Halten oben ganz kurz. Und schön in Zeitlupe runter, Handgelenk bleibt stets gerade und richtig genießen. Schön langsam wieder hoch und halten und schön mit Liebe wieder runter. Davon auch wieder dreimal, Quatsch, was sei ja, Reduktionssatz natürlich am Ende, einmal 10 Wiederholungen, guckt ihr manchmal, was geht, nochmal richtig ausbauen, schön genießen und dann habt ihr den Bizeps richtig gut abgedeckt mit knapp 4 Übungen. Wo ihr euch richtig reinknallen, ausbauen könnt, kann ich euch empfehlen. Hier mit der SZ-Stange, wenn ihr die zu Hause habt, könnt ihr damit ein ideales Bizeps-Training natürlich absolvieren oder auch im Studio, ist ja völlig wurscht. Ja, 4 Übungen, wo ihr wirklich dann auch die Drag Curl zum Beispiel hauen richtig rein, wenn ihr die schön macht. Ihr werdet die richtig merken, Leute, ich sag's euch. Deswegen, hier habt ihr mal was zum Bizeps von mir mit der SZ-Stange. Bald kommt vielleicht noch mehr damit. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin schon voll am Schwitzen hier. Kackdreck. Ja, und dann sehen wir uns bald. Euer Georgi. Haut rein.